Versprochen, ein Unboxing-Video zu machen von der Bestellung. Die ist in diesem Karton drin. Ich habe nur aufgemacht, um zu gucken, ob da irgendwas drin ist, wo mein Name, also richtiger Name und Adresse und so alles steht. Wenn nicht, ist ja Gott sei Dank nicht. Ich habe sie. Ja, da seht ihr es schon. Oh mein Gott, ein Super Nintendo oder Super Nintendo Entertainment System Mini. Halt, ah, so, aber das habe ich noch nicht aufgemacht, das kann ich euch sagen. So, was haben wir hier? Wir haben ein Super Nintendo Entertainment System, Nintendo Classic Mini. Finde ich gut. Ich kenne, übrigens, falls ihr euch fragt, ja, ich kenne die Konsole von einer guten Freundin von mir, die hat sie und ich bin immer noch fasziniert, was das ist. Wir haben 20 Spiele plus 1, also heißt 21 Spiele. Das sind, was steht denn da? Steht da auch was in Deutsch? Kein Netzteil an Enter. Was? Ihr wollt mich verarschen, oder? Da ist kein Stromnetzteil drin. Gut, das sind die Spiele. Oh, fuck, ich habe gehofft, dass ich anschließen kann und loszocken, aber jetzt frage ich mich, Netzteil, warum? Warum macht ihr das mit mir? Ich muss da drin sein, ich verstehe es nicht. So, wir haben Super Mario World, Donkey Kong Country 1, Secret of Mana ist da, dann haben wir Star F-Zero, Super Castlevania 4. Zelda, A Link to the Past und Super Golem Goes. Oh, das Spiel ist schwer, sehr schwer. Zumindest soll es sein. Kirby Dream Course, okay. Kirby Superstar. Yoshi's Island, oh geil. Hey, der zweite? Ach, hä? Echt jetzt? Super Mario World 2 steht da? Yoshi's Island, ich habe gar nicht gewusst, dass das der zweite Teil ist. Street Fighter 2 Turbo. Mario Kart. So, jetzt bin ich aber Star Fox, Final Fantasy 3, Super Metroid, das ist immer gut. Und Star Fox war ja als extra Game gut. So, also, jetzt will ich mal sehen. Boom. Ich weiß gar nicht, ob ihr es lesen könnt. Zur Verwendung dieses Konsole werden folgende Geräte benötigt: ein Nintendo USB-Netzteil oder ein anderes Netzteil mit einem USB-Anschluss, ein TV-Gerät oder ein Monitor mit HDMI, ja, das weiß ich. Wo einige USB-kompatible Geräte möglicherweise in der sind, die Konsole mit Strom zu versorgen. Jetzt frage ich mich, der Fernseher hat USB. Wollen die mir sagen, das Gerät kann da auch? Jetzt, das würde zumindest Sinn ergeben, warum in Amazon, sage ich mal, so ein Nintendo Strom-USB-Anschluss ist. Ich muss meine Freundin fragen nachher, wie die das angeschlossen hat. Wahrscheinlich, aber bis dahin habe ich selbst rausgefunden, bis das Video hoch ist. So, jetzt pack Jackie das Maus. Ah. Ganz vorsichtig, ich muss ganz vorsichtig sein. Ich will es nicht kaputt machen, es ist alt. Aber ein USB-HDMI-Kabel ist drin, oder? Ich verstehe es gerade nicht. So, warte mal. Warte mal. Ich hole mal mein Glas, wo ich gerade Hugo getrunken habe. In der Hoffnung, dass es nicht aus. Ja, das ist super. Hey, seht ihr mich? Ne, ihr seht nur meine fette Wampe wahrscheinlich. Ah, hier. Ich pack's aus. Ah, da ist es. Was haben wir da? Okay, einen Karton. So, ich hoffe, dass ihr nicht nur meine fette Wampe gesehen habt. Da ist der Super Nintendo, naja, Bedienungsanleitung. Gut, was ist da drin? Ein Controller. Gut, ich. Warte mal. Ist halt ein bisschen blöd, ne? Also,
habe keine Kamera. So, das ist der super, oh, so klassisch Style, so sahen die früher auch aus. Super Nintendo Entertainment System. Ich weiß gar nicht, als Kind habe ich dazu immer nur Super Nintendo gesagt. Verstehe ich nicht. Gut, den einen Controller, den packe ich jetzt nicht aus. Ich glaube, den lasse ich erstmal drin. Haben die nicht hingeschrieben, dass da kein Netzteil drin ist, aber es ist ein USB-Kabel drin. So, abziehen, warte mal, abziehen. Ich versuche es immer noch. Ich weiß gar nicht, seht ihr mich, seht ihr mich? Besser wahrscheinlich, ne? Hätte ich jetzt so da. Hui, tada. Guck mal, wie süß und klein die ist. Oh, so groß ist meine Hand. Die passt genau auf die Handfläche. So süß. Guck mal, kamen früher die Kassetten rein. Das ist jetzt nur ein Dekoschlitz. Aber der Anknopf ist geblieben, der Reset-Knopf und dieser Ejekt, wo die Kassette rausgespuckt wird, sag ich mal. Der Knopf, der. Und diese Anschlüsse sind auch leider Deko. Schade. Wäre auch cool gewesen. Boah, fuck. Ich hoffe, es nimmt auf. Ja, ich bin unsicher, wenn ich da was abstelle. Hier, guck mal, Leute, das hat den HDMI-Kabel und das. Okay, ich weiß, was da gemeint ist mit Netzteil. Gut zu wissen. Ich versteh's. Mal gucken, hab ich hier unten was? Ne, hier ist HDMI. Ah, ich habe eine Maus drin. Falls ich für den Vorkauf falsch mal nachhoffe. Ärgerlich. Ich bin jetzt gerade am Gucken über den Netzteil. Ich habe einen Stromnetzteil. Ich weiß gar nicht, ich könnte es eventuell vielleicht auch am Fernsehen anschließen. Aber, ne, doch, da. Süße. Ist ja noch von Sony. Von meinem alten Handy. Ja, ich hatte ja zwei Sony Xperia. Lange Geschichte. Das eine ist ja gut. Jetzt habe ich ein neues Xperia X1. So, dann stoppt sich dieses Sony-Teil. Das. Also da stand ja, steht ja keine Wattzahl drauf, also ich gehe davon aus, das ist egal. Ich könnte irgendwann mal, werde ich vielleicht, wenn ich Lust und Laune habe, das Netzteil dann holen. Von Amazon, wo Nintendo fett drauf steht, was ich irgendwie, weiß nicht, lohnt sich das nur, weil Nintendo drauf stand? Yay, boah. Jetzt gleich mal runterkriechen und das da von. Ich will ja die Konsole hier unten aufbauen. Da unten will ich die Konsole aufbauen. Wenn ich die oben aufbaue, ist die Gefahr groß, dass mein Sohn da eher rangeht, als wenn ich sie unten ran mache. Deswegen, von daher. Boah. So, was haben wir da? Das, das, das. So. Zwei Kabel durchstopfen heißt es. Yay. Ja, HDMI, ich verklappe euch das HDMI-Kabel als erstes durch rüberziehen. Besonders, ich muss meinen Extra-Adapter noch holen. Ich hasse es, wenn ich unsicher bin, ob es aufnimmt. Ja, es nimmt noch auf. Ja, wegen Touch halt. Versteht die Leute, es ist nur wegen Touch. Ich habe Angst. Sorry, dass ihr, wenn ich jetzt geguckt habe. Jetzt wahrscheinlich ist die Aufnahme abgebrochen. Dann würde ich mich ärgern, weil ich noch kein zweites Unboxing machen will. Das zeige ich euch. Ich will es jetzt nicht extra dann so tun, so schon mal sehen, hey, ich habe es das erste Mal ausgepackt. Das kann ich nicht. Nee, ich bin nicht so ein Typ, sorry. Juhu, HDMI, HDMI, juhu, rein da. Unten ins Loch, da ist ein schönes Loch. So. Da unten, damit ihr seht, da unten ist ein schönes Loch. Da. Da kommt das Kabel, so wie das Stromteil gleich raus. Okay. Hey, Loch, bist du? Hey, HDMI-Kabel. So, das HDMI-Kabel ist da. So, das war's ja eigentlich wohl. Das war nur Kabel, Konsole, zwei Controller mehr nicht. Und eine Bedienungsanleitung und viel Stoff von Umwelt. Oh. Okay.
Stimmt, so Controller-Verlängerung gab es auch in Amazon kaufen. Ja. So, also ich versuch's. Mein Gott, ich bin schon über 10 Minuten. Ich weiß, der YouTuber von Behind You, Marc Lange, der hat, ich wusste das schon lange, dass der gesagt hat, aber ich finde es interessant, wie der es ausgedrückt hat. Ja, die Videos, die 10 Minuten sind, ist bei YouTube wirklich so, dass man Geld kriegt. Juhu! Also, naja, mehr Geld. YouTube macht damit mehr Geld, weil die mehr Werbung schalten können. Aber ich kann so nicht mal Musik. So sieht das Kabel aus. Nicht wegschmeißbar. Ist ein Mülltonne durch. Alter, der Controller fühlt sich so geil an. Mein Gott, Jackie! Okay. Jetzt kommt das da. Sag mal, das Kabel ist länger oder kürzer? Oder bitte ich mir das ein? Komm hier, komm zu mir, du schönes USB-Ding. So, dann stöpseln wir mal das schöne Teil an. Und wie süß das Teil ist. Ohne Witz, Leute, das ist so süß, so zuckersüß. Ich frage mich jetzt, wie der NES aussieht. Der kleine. Wie groß der dann ist. Der ist auch so ein. Der sieht richtig wie ein Klotz aus. Das sieht so. Ich hatte früher die Konsole. Super Nintendo war erstens übrigens die allererste Konsole, die ich hatte. Zweitens, der SNES, den ich hatte, der. Ja. Habe ich von meinem Onkel gekriegt. Danke nochmals, falls du das Video siehst. Mach ich da? Nein, die kommen da nicht rein, die kommen woanders rein. Die Dinger, die kommen hier rein, weil die dazugehören. Nee, einmal das und den NES, den habe ich mir einmal früher selbst gekauft. Wings, da gab es auch coole Spiele, so wie Sega Master System, ich glaube C18 oder so. Das war schon geil. Soll ich sagen, ich packe zwei Controller aus, aber nur falls ich Besuch kriege und die Lust haben oder er Lust hat, Mario zu zocken. Ich vermisse es schon, sage ich mal, zu zweit zu spielen. Hat Spaß gemacht. Ja. So, aber den mache ich erstmal ganz hinten. So, mal gucken wir. Da. So, Strom ist Strom. Ich hoffe, die Konsole, naja, es ist ein Adapter halt. So, dann haben wir das da. Da ist die schöne schnuckelige Konsole angeschlossen da. Das mache ich in HDMI, weil ich ja leider nur einen HDMI-Eingang habe im Fernseher hier. Werde ich den Blu-ray-Player abstöpseln. Ich muss mir bald einen anderen Anschluss nochmal holen. Ja. Sorry, Blu-ray Player, tut mir leid. So, einmal den Fernseher in die Mitte gezogen. Ja, okay, fast mittig. Oh mein Gott. Süß, im Dunkeln, im Finsternis. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken, wie der Controller. Ach, stimmt, das war da, ne? Ich glaube, das ist so eine Klappe, oder? Wird zumindest Sinn ergeben. Tatsache. Alter. Leute, macht nie was mit einer Hand, das ist so ätzend. Oder kann man es. Nee, ich muss es wirklich so rausziehen? Boah, sorry, warte mal. Wie scheiße ist das denn? Ich muss die Konsole wirklich am besten so halten, denn da. Hallo? Gleich kommst. Nee, das geht nicht so. Wo kommt die Controller denn? Hä? Das sieht aus wie ein Eingang. Ich habe Angst, die Konsole kaputt zu machen. Guck doch in die Bedienungsanleitung, Jackie. Ja, mach ich besser. Ich habe Angst, wirklich.
Wie ist denn eigentlich, ohne Witz, also Super Nintendo anzuschließen ist eigentlich easy, aber die... Wow, auf Seite 7 Deutsch. Ich habe wirklich Angst, die... Echt, das ist so wirklich das, so wie ich es vermutet habe. Einfach so eine hässliche, fette Klappe, die nicht aufgehen will. Alter, wer erfindet... Nintendo! Ich wollte schon Microsoft sagen, ey, ohne Witz. Microsoft hat noch nie mal Schuld. Gibt's da was Spitzes? Ich habe halt nichts Spitzes, ey. Ohne Witz, ich glaube, in den Schlitz lasse ich immer auf. Ich habe Angst, das zuzumachen. 10 Minuten später. Andere Methode. Wo hab ich's da? Nein. Hä? Ist es weg? Oh mein Gott. Warte mal, ich suche gerade mein Nagel-Etui. Da ist es. Wieso ist es da oben? Alles easy. Dieser komische, hässliche, fette Schlitz da, der will nicht. Da. Das ist Deko, das ist eine Klappe, die aufgeht und das war's. Also ich zeig's euch meine Bedienungsanleitung, damit ihr wisst, was ich meine. Ja, hier in Englisch könnt ihr's zeigen. Verwendung der Konsole. Da. Es ist ein Schlitz. Genau da, wo ich die Anschlüsse eigentlich hauptsächlich auch komme. Leute, das kann nicht wahr sein. So, jetzt werde ich mal was machen, aber ich. Oh, ich bereue es. Habe ich was Unscharfes? Das wäre besser. Das ist unscharf. Aber das sieht zu dick aus. Ah, fuck. Sag mal, Nintendo, ich mag gern eure Konsolen, ne? Ich habe kein Problem damit. Aber das hier. Bitte lasst sowas nächstes Mal. Ich weiß, dass ihr so was nicht seht wird. Oder das ist auch noch so gummiartig, weißt du, so. Alter. Ich habe keine Fingernägel. Also ein Typ mit keine Fingernägel kann das nicht aufmachen. Nur zur Info, das ist ja furchtbar. Und ich wollte hier etwas präsentieren. Versteht ihr, Leute? Wow. Da. Geliebte Fernbedienung vom Fernseher. Ja. Nintendo wird sich jetzt auch senken. Ja, fick dich, Alter. Sorry, nicht fick dich. Tut mir leid, YouTube. Ich nehm's zurück. Ich will jetzt nicht. Alter, nur wegen ein Wort. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht unfreundlich bin oder was weiß ich. Der Typ ist, hat jetzt. Was weiß ich nicht. So, Aufnahme läuft noch, das ist super. Mein Glas. So, was machen wir nun? Ach, ich pack das nachher wieder da alles rein. So, das da und das da. Das kommt wieder in den Schutz. In der fetten. Ne, war das nicht der? Ja, das war in der fetten Hülle. In dieser schönen Hülle war es drin. Kommt auch nachher rein. So, erstmal Fernsehen. Gucken, was da so abgeht. Wollte ich mal. Das Blöde ist, ich kann schlecht spielen, wenn ich keine Kamerahaltung habe. So, Kika wegmachen. Gottes Willen. Nein, jetzt habe ich aufs Kanal. Was ist überhaupt JPBPR? Kenne ich gar nicht. Nutze irgendwo. Also ich habe das hier, aber ich kenne es nicht. Es lebt! Wieso sieht es in der Kamera weiß aus, wenn es eigentlich rot leuchtet? Aber egal. Guck mal, eigentlich leuchtet es rot da. Ach, wie geil. Ich halte es mal da hin. Ah, natürlich Deutsch, ne? Wir wollen alle Deutsch. A? War A okay?
Ja. Okay, ist A. Oh ja. Jetzt fehlt die Fokussierung. Hier, was ist das? Spiel Nummer 1 wäre. Hä? Ich frage mich jetzt gerade, weil. Ach, hier steht unten, ob das zu 2 oder zu 1 spielbar ist. Das ist ja geil. Kann das überhaupt fokussieren? Ne, so. Also Donkey Kong. Contra 3. Donkey Kong zu zweit spielbar. Oh, der Donkey Kong habe ich immer geliebt. Das habe ich mit meinem Bruder meistens so im Koop gespielt. Kirby. Jetzt frage ich mich, sind die Spiele alle. Ja, geschenkt. Wow. Warum sieht das da so aus und wenn nicht das da. Muss ich es auspacken oder was? Mister vom. Zum Freischalten Level 1 in Star Fox. Was? Meister zum Freischalten. Ich muss Star Fox zum Spielen Level 1 machen, um das zu freischalten. Okay. Werde ich privat machen. Also für 20 Spiele? Was ist Mario? Super Mario RPG Land of the. Hört sich interessant an. Ich frage mich gerade wirklich, ob man die Spiele auch in Deutschland spielen kann, aber ich glaube nicht. Ich glaube, der Secret of Mana war Demo deine Spieldaten. War B zurück? Hey, nein! B war zurück. Boah, Leute, okay, gut. Ich würde ja gerne jetzt ein Spiel starten, aber. Sieht so scheiße aus, auch nur Witz, wenn ich jetzt, sag ich mal, hier spielen würde. Erstens sehe ich, brauche ein Kamerastativ, der etwas höher wäre, aber den habe ich nicht und. Ja. Und ich glaube, dass. Ich muss meine Linse da erstmal reinigen, weil der Fokus ist schlecht. Ja, das war zu eins. Ach, Leute, ich bin einmal rum. Gut, was spiele ich? Ich mache mir jetzt irgendwas an. Soll ich sagen, ich mache Zelda an, weil ich neugierig bin, ob es Deutsch ist oder Englisch. Aber ich glaube, dass. Mir wurde gesagt, dass alles auf Englisch ist. Wäre zu schön, wenn Zelda deutsche Version wäre. Ohne Witz, das wäre mega geil. Nee, es ist auf Englisch. Wie kann man das überhaupt beenden? Errors Player? Was ist Errors Player? Copy Player? Ah, das ist Löschen, glaube ich, ne? Nee, danke. Gut, Zelda ist auf Englisch leider. Ich mach mal Reset-Knopf, mal gucken. Oh. Hey, ich will schließen, geht das? Nee, speichern nicht. Oh Gottes Willen, ich will's. Hey, cool, ich kann es auch speichern, aber ich will es nicht speichern, was nun? Zurück mit B, starten, zurückspulen. Echt, mit X kann ich zurückspulen? Ich habe einfach nur da stand unten zurückspulen. Da sie, hey, wieso werden die auf? What? Nein, ich will es nicht speichern zurück. Ich will es aber auch nicht da haben. Ach, egal. Ich werde mich nach. Ich muss, glaube ich, wirklich die Bedienungsanleitung dafür gucken. Das ist sehr furchtbar. Fortsetzungspunkt, Menü. Hey, cool, hier warte mal. Darstellung. Hey, warte mal. Wenn ich aber auf Darstellung gehe. Ah, cool. Oha. Echt jetzt?
Man kann einen Rahmen hinzufügen. Originalgröße. Also Super Nintendo wurde auf 4,3 skaliert. Oder Röhrenbildschirmfilter gibt's, okay. Dann kann man einen ekelhaften, schönen Rahmen aussuchen. Auch wie süß ein Holzrahmen. Oh, das wäre geil. Wenn mein Fernseher wirklich solche Boxen hätte an der Seite. Die hier. Weiß nicht. Ich habe gehofft, dass da irgendwas mit Super Mario ist oder so, weiß nicht. Ja, das ist ja auch schwarz. B ist zurück. Naja, Mario wiederum sage ich, okay, kann ich auf Englisch, ne? Da habe ich auch nichts dagegen. Und wenn ich hier die Sprache, ja, die ist auf Deutsch und die bleibt auf Deutsch. Und, aber die Spiele sind halt nicht auf Deutsch. Das ist halt normal. Scheiße, Rechtshinweise. Warte, es gibt eine Anleitung, wie süß. So, ich mache die Konsole aus. Was passiert dann, wenn ich ausmache? Ist das dann Shutdown? Oh mein Gott. Shutdown. So, es ist voll süß, sag ich mal, gemacht worden, finde ich. Ich weiß halt gar nicht. Also, Zelda werde ich jetzt leider nicht spielen können. Ich vermisse Zelda eigentlich. Ich habe, aber ich glaube, ich werde mir das Spiel meinen Gebrauchtladen kaufen und auf Super Nintendo zocken. Ich werde mir eine extra Super Nintendo kaufen. Und da auch in diesen Schlitz stellen. Alter, ist ja geil. Obwohl, nee, wäre nicht geil. Doch, geil wäre es schon, nur ich meine, jetzt halt in den Schlitz kann ich es nicht stellen wegen. Ja, ich werde dann nur gewisse Titel hier spielen können, so wie Mario Kart, Super Mario erst recht, also das Spiel war immer auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte mal früher auch eine deutsche Version erwischt, aber die meisten waren auf Englisch, wo ich habe mich dann nur gewundert, wo, wenn es auf Deutsch war. Street Fighter, naja, Secret of Mana war, gab's Deutsch auch, aber die Übersetzung war scheiße und, ja, Donkey Kong ist immer auf Englisch gewesen. Da sage ich halt nichts, weil es Jump'n'Run oder Kirby, das ist auch Jump'n'Run für mich. So wie Mega Man, naja, was brauchst du da? Aber trotzdem, also so Rollenspiele, da werde ich jetzt meine Probleme haben. Die könnte ich zum Beispiel nicht spielen. Aber ich habe mir ja die Konsole auch wegen die Spiele, glaube ich, geholt mehr. Weil ich mehr die Klassiker spielen wollte, die ich früher auch gespielt habe. Nur Zelda bleibt weg. Final Fantasy 3 habe ich nie auf Konsole gespielt, also doch schon auf Konsole, nicht auf Super Nintendo, wenn auf Deutsch. Aber es ist schon gut, finde ich. Ich finde es so, guck mal, so das Super Nintendo Rahmen und so alles, das ist richtig genial gemacht worden. Echt Respekt, Leute, echt. Ich könnte jetzt, ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich hier drin bleibe, ins Menü. Nur. Oh, das Geräusch habe ich vermisst. Oh, wie geil. Oh, die Musik noch. Oh, Kindheit. Geil. Ich fand's aber interessant, seit Nintendo diese Miniaturkonsolen rausgebracht hat, hat Emo-Paradies, da gab's so eine Seite früher, wo man ROMs runterladen kann. Und ROMs kann man runterladen, finde ich, aber man soll die Spiele selbst besitzen. Schon original und nicht, sag ich mal, ach, ich will, naja, einfach nur schwarz, einfach sowas zocken. Schon geil. Oh, die Musik, das ist ein Kindheitserinnerung. Echt wirklich, das ist nice. Gut, aber ich kann jetzt nicht schlecht was zeigen, ob ich, wie ich da was zock. Weil ich halt schlecht weiß, ja. Ich würd's ja gern, Leute, ich würd's ja gern. Ich würd's gern. Ich kann etwas versuchen, aber es wäre richtig scheiße. Naja, mehr als scheiße kann's ja nicht rauskommen. Oh, wie süß. Hä? Bin ich irritiert. Wo? Zwei?
Stimmt, ne, die eine, die Plastikröhre, wenn sie von der Hose, ich weiß nicht. Ich will mal was gucken. Warte mal. Nee, ihr seht ja gar nichts. Muss ich noch näher ran und das geht schlecht. Soll ich sagen, fürs Erste sagen wir so, weil ich euch das zeigen will, wie das Spiel so ist, wie ich ein Level so aufnehme. Ich kann nichts machen. Ich werde dann hier nur im Bett sitzen und dann ein Level will ich euch nur zeigen. Natürlich einzeln. Hier kommt das Dinosaurier-Land. Oha. In this strange land, also verrückte Welt, findest das is a missing looks. The wird vermisst, like Bowser. Ist Arte. Okay. Mein Englisch ist halt nicht perfekt, versteht die Leute, deswegen wollte ich. Kann ich Rollenspiele nicht so. Hello, sorry, I am not home. But I have gone to wither resource my friends, so. Hier wohnt Yoshi. Ich weiß gar nicht, ich glaube mit Yoshi kann man hier rein. So, jetzt bin ich gerade überlegen, welches Level. Ich glaube, ich mach mal das. Ich glaube, das war das Standard-Level. Boah, ich muss mal gucken. Boah, ein Leben jetzt. Super. Hier, diese gelben Dinger, die werden freigeschaltet, wenn man, ich glaube, eine Burg oder so macht. Da ist mein Yoshi! Oh ja, yeah, thank you for restoring me. My name is Yoshi. Also, mein Name ist Yoshi. On my way to Wizards by Friends Bowser. Also, Bowser hat ihn in den Ei gesteckt. Soweit ich es jetzt deutsch übersetzen würde, für mich ganz grob. Es ist nur eine grobe Übersetzung, es ist keine genaue Übersetzung. Es ist eine grobe Übersetzung. Wegen trapping me in that eye. Also wegen Bowser, also, naja. Yay! Guck mal, der kann Äpfel essen. Was hat das denn jetzt gemacht? Ja, mit Zunge, ne? To the spin, jump, launch, push. Ah, da ist Mario. Ach so, okay. Geil. Ich glaube, wenn Yoshi jetzt. Oh. Ja, da hätte ich gedrückt halten müssen. Also, Y. Ah nein, Yoshi! Hey, warte. Whee, jetzt bin ich groß. Ich weiß gar nicht. Gewisse Levels wiederum. Ja, ach ja, hä? Ach, da oben ist die Zeit, ich wollte gerade wissen. Man konnte sie eigentlich schon vorher essen. Ich wollte das gerade versuchen. Ich frag mich gerade, wenn ich jetzt weggehe, bleibt der Yoshi oder? Das würde ich gerne mal jetzt ausprobieren, denn hier wäre etwas, aber mit Yoshi wird es schwierig, glaube ich, da hinzukommen, oder? Vielleicht mit der Feder, in einem Level konnte man eine Feder kriegen. Hä? Hey? Ach komm, ich fress dich und dann bist du still. Hier sind ja auch wieder gelbe Dinger. Ich wusste, irgendein Raum müsste da. Ach ja, das war mir ein Stein, ne? Hey! Scheiße! Mein Leben! Hey? Kann man mit dem nur zweimal machen? Hallo?